Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich dir zeigen, wie du einen geprägten Text in Affinity Designer erstellst. Bevor ich das tue, bitte abonniere unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und dann vergiss nicht, den Like-Button anzuklicken. Du kannst natürlich verschiedene Bildbearbeitungsprogramme nutzen. Ich habe mich hier für Affinity Designer entschieden. Das ist ein Vektorprogramm und außerdem ist es sehr kostengünstig zu bekommen und du bekommst eine 30-Tage-Probierversion. Ja, da kannst du das Ganze einfach einmal aufprobieren. Und viel mehr als das brauchst du auch schon nicht für unser Tutorial. Und deshalb kann es jetzt auch schon losgehen. Affinity Designer ist jetzt hier für mich auf Englisch, aber du kannst es auch jederzeit auf Deutsch umstellen, wenn dir das nicht gefallen sollte. Dazu klickst du einfach hier auf Affinity Designer, dann auf Preferences und dann siehst du hier unter dem Tab General, wenn du den nicht hast, dann klick einfach hier drauf und wähl General aus, siehst du hier ein Button, da kannst du einfach auf Englisch oder eben auf Deutsch klicken und dann hast du das Programm umgestellt. Ja, jetzt erstellen wir zunächst einmal unser Dokument. Dafür gehen wir hier oben auf File und New. Und dann kannst du hier auswählen, wie groß dein Dokument sein soll. Du kannst einmal gucken, ob du das hinterher ausdrucken möchtest. Das ist bei dem Tag nicht sehr wahrscheinlich, deswegen könnte man es hier auf Web umstellen. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so, man weiß ja nie. Und hier dann aus dem CMYK-Modus raus in den RGB-Modus, eben für 8 oder für 16, kannst du hier auswählen. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht fürchterlich entscheidend, deswegen ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Und dann habe ich hier eine Größe von 640 Pixel und 200 Pixel Höhe. Ja, und wenn ich das gemacht habe, dann erstelle ich mein Dokument und nun geht es daran, ein Rechteck zu zeichnen. Dafür klicken wir hier auf dieses Rectangle Tool und ziehen einfach hier ein Rechteck auf. Stell sicher, dass du hier oben diese Snapper angeklickt hast, ja, oder eben halt aus. Das Schöne ist, dass das Ganze dann wirklich in die Ecke klickt und das macht dein Leben doch erheblich einfacher. Deswegen habe ich das hier jetzt einfach mal angestellt. Und du kannst ja mal ausprobieren, wie das ist, wenn du das an- oder ausmachst. Und dementsprechend nimmst du einfach, was dir besser gefällt. So klickt das oben links bis unten rechts in die Ecke und dann habe ich hier mein Rectangle, also mein Rechteck. Und dann kann ich das hier auch verschieben natürlich und ich kann auch, wenn ich in den Farbkreis klicke, einfach eine Farbe auswählen bzw. hier einen Verlauf setzen. Dazu klicke ich einmal oben hin und dann nach unten. Jetzt siehst du, der Kreis hier ist von oben nach unten und wenn ich den anklicke, wird er ein bisschen größer und dann kann ich hier aussuchen, welche Farbe ich von oben nach unten haben möchte. Und du kannst jetzt einfach mal hier auswählen, was du haben möchtest, ja. Einfach ich habe jetzt hier ein hellblau und ein dunkelblau genommen. Der Vorstau ist ein rosa gesehen, weil es halt einfach besser gepasst hat. Du kannst hier die Farben nehmen, die dir gefallen. Dazu klickst du einfach den Punkt an und wählst dann eine neue Farbe aus. Und mit diesem Schieber kannst du das Ganze noch hoch und runter regeln. Ja, das heißt, du kannst bestimmen, wann dein Verlauf beginnt, von hell nach dunkel. Und das kannst du auch mit den Punkten von oben nach unten machen. Die kannst du auch von rechts nach links setzen, damit der Verlauf auch nochmal anders ist. Ja. Ansonsten mach das einfach gerade von oben nach unten. Auch da schnappt das Ganze wieder ein. Ja. Und das war's dann schon. Ne? Und im nächsten Schritt wollen wir jetzt hier einen Text draufsetzen. Ich habe jetzt hier die Schriftart Grand Hotel genommen. Die kriegst du online, kannst du einfach kostenlos runterladen. Und setze die mal auf 32 Pixel in diesem Fall. Das ist schon groß genug. Ich schreibe jetzt hier mal Summertime rein. Und du siehst, das ist im Moment schwarz. Das kann ich natürlich ändern. Ich zentriere das aber zunächst erstmal. Zentrieren und mittig heißt das, ja, dass das wirklich ganz genau in der Mitte alles steht. Und wenn das geschehen ist, klicke ich wieder oben links meinen Pfeil an. Ja. Und im nächsten Schritt geht es dann auch schon an die Schatten, ne? Damit das Ganze diesen geprägten Effekt bekommt. Dazu klickst du zunächst einmal auf dieses Gradient Overlay
Das bedeutet, ich kann jetzt den Farbverlauf in meinem Text bestimmen und sogar von wo das Licht kommt. Ja? Ich habe das hier auf 90 Grad gestellt, damit das Licht von oben nach unten geht. Auch hier kann ich wieder die Farben verschieden wählen. Einfach den Kreis anklicken und dann kannst du mit der Pipette eine Farbe auswählen. Ich mache das jetzt mal einfach hier in meinem Layer, damit ich dieselben Farben habe, die ich auch in der Umgebung, also in dem Fall im Tag selber habe. Und ja, dann kann ich auch wieder einstellen, wann mein Text, mein Effekt anfangen soll, also in meinem Text, ja. Und wenn du das hast, dann begeben wir uns auch schon an den inneren Schatten, weil das soll ja nach unten gedrückt werden, es soll eingeprägt sein. Auch hier kannst du einfach ein bisschen rumspielen. Ne? Du kannst dir sozusagen aussuchen, wie du es gerne haben möchtest und guckst mal, wie stark du diesen Effekt auch haben willst. Auch hier gibt es wieder verschiedene Einstellmöglichkeiten. Schau einfach, was dir am besten gefällt und für dein Projekt am besten ist. Und dann klickst du noch einmal auf den Outer Shadow, also den Schatten außerhalb des Elements, in dem Fall des Textes. Und dann machen wir einen weißen Schatten und setzen das Ganze hier in diesen HSL Color Wheel Mode. Das heißt, ich kann da einfach meine Farbe auswählen. Und dazu nehme ich jetzt einen ganz kleinen weißen Text, ja, und kann auch hier bestimmen, wie groß der sein soll und wie weit ich den haben möchte. Er wird ein bisschen glühend, wenn ich den zu weit setze, ja. Deswegen hier vorsichtig sein, spiel ein bisschen rum, schau, was dir am besten gefällt für dein Projekt. Du kannst da hinterher natürlich auch Sticker machen oder halt auch einfach für ein Kit benutzen, das digitale Planen benutzen oder ja, es gibt ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Ja, das war's dann auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat dieses Tutorial gefallen. Ich weiß, ist mal was anderes, aber warum nicht, ne? Ein bisschen was dazulernen kann ja nicht schaden in den Grafikprogrammen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich darauf, wenn du unseren Kanal abonnierst, wenn du uns einen Daumen nach oben gibst und ja, vielleicht auch den Like-Button klickst. Und dann sehe ich dich hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!